Ziel zerstört. Geladen! Hallo liebe Leute, hier ist euer Strelok und ich begrüße euch zu Hell of a Fight. Und machen wir mal den Hut wieder an. Das wird heute nur ein Hell of a Fight mit einem Gefecht, weil zu mehr habe ich leider keine Zeit. Wir sind hier auf der Karte Swamp. Mit mir unterwegs ist der Torgano und der Kleine aus meinem Clan. Es war ein Gefecht von vor Silvester. Da haben wir halt einfach mal ein Tier 5 und ein Tier 6er Mensch gemacht immer. Waren mit Teamgefechten durch und dann... Ja. Und auch wenn der... Erstmal was zu den Texturen irgendwie. Die wirken hier auf der Karte so grieslich. Weißt du, wenn du nah rangehst, ist okay. Aber wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Die sehen alle ein bisschen grieslich aus. Keine Ahnung. Es ist aber nur auf der Karte, beziehungsweise auf den Karten, die... Da gab es noch eine, die so comichaft aussah. Na egal. Zum Gefecht. Normalerweise... also von der Sache her, fangen wir mal so an, von der Sache her ist der Crusader ja ein leichter Panzer. Tier 5 leichter Panzer, wie auch der Leopard beispielsweise oder der T... Ne, Moment, den T-50-2 gibt es nicht mehr. Aber den Jeffy gibt es noch. So. Das Ding ist, wie ich in meiner Crusader-Review schon erwähnt habe, er ist irgendwie kein leichter Panzer. Also er fährt sich wie ein mittlerer Panzer, hat eine Kanone wie der mittlere Panzer, Sichtweite, Funkreichweite etc. etc. Ja. Also in allen Bereichen ein mittlerer Panzer. Außer in Bereichen der Panzerung. Wer Näheres dazu sehen will, den verweise ich mit Freuden. Mit Freuden auf besagte Crusader Review. Und ja. Aber trotzdem spiele ich ihn meistens wie einen leichten Panzer. Als Aufklärer. Weil mit der Ausrüstung, die ich drauf habe, ist er dann doch ganz brauchbar. Also ich habe halt die Lüftung, das verbesserte Christie-Laufwerk. Und... Ach ja, hier. Ihr seht's. Das ist Scherenfernrohr. Ja, also ich spiele ihn, wenn ich die Möglichkeit habe, als passiven Scout. Der halt doch ganz beweglich ist. So dass er schnell mal die... Au. T40. So, dass er halt doch mal schnell die Position ändern kann. Und dadurch ganz brauchbar ist. Ein Wörtchen zu meinen Zugkollegen quasi, der Torgano ist in seinem Excelsior unterwegs und der Kleine in seinem Chinu. Inzwischen hat er sich bis zum Chito hochgearbeitet, also das ist schon ein kleines Weilchen her. Und wir hatten das so gemacht, dass ich halt die quasi den vorgeschobenen Beobachter Mime
und die beiden sich im Hintergrund halten, denn der Excelsior hat für Tier 5, naja, die Kanone ist bestenfalls ausreichend. Beweglichkeit und Panzerung gehen. Also die Kanone vom Durchschlag her. Aber ja, aus der Ferne kann er trotzdem noch recht gut wirken. Und der Chinu ist wie eigentlich alle japanischen Panzer mit Papierpanzerung versehen. Und daher als Frontpanzer überhaupt nicht zu gebrauchen. Aber die Kanone ist halt schon relativ geil. Der Kleine war dann aber etwas voreilig oder etwas, keine Ahnung, stürmisch. So dass er draufgegangen ist. Durch einen Crusader. Und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich mich nicht mehr wohlfühle. Ich wurde nur mit Sprenggeschossen beschossen. Solche. Das sind Kampfpanzer, meine Damen und Herren. Die haben eine Kampfwagenkanone zu haben und keine Haubitze. Haubitzen sind für die Fahrzeuge, die Nahunterstützung fahren. Also sowas wie vielleicht noch das Stuck. Aber doch nicht für den Panzer 4 oder auch nicht für die Matilda. Aber naja, wenn sie denken. Inzwischen habe ich, wie gesagt, auch noch den Schuss vom Panzer 4 eingesteckt und fühle mich nicht mehr so. Obwohl doch, ich habe mich eigentlich noch relativ selbstbewusst gefühlt, weil ihr seht ja, wie ich hier vorstürme, direkt auf den Crusader zu. Ich habe mit dem Kleen zusammen die meisten Abschüsse aus unserem Team. Und insgesamt war das kein. Wir haben uns hier nicht mit Ruhm bekleckert, aber beim Gegner waren halt die zwei Panzer 4 und der Chinu im Team, also in einem Zug. Und die haben halt sehr gut zusammengearbeitet. Und das waren auch, wenn du dir das hier anguckst. Halt, hier ist die Maus. Ne? Steuerung, hier. Hier, das waren gute Spieler. Mit jeweils über 1200. Effizienz und mehr Gefechten als ich und der Torgano und der Kleine. Und richtig guten Siegwahrscheinlichkeiten quasi. Aber wir haben unser Bestes getan. Ein bisschen was zumindest rausgeholt. Und jetzt gehe ich direkt Richtung ihrer Basis, weil ich halt noch ein bisschen die Artillerie ärgern will. Ein bisschen Kopfzerbrechen haben mir die Tier 1 Heavy dort bereitet. Ja, weil die hätten mich halt nur angucken müssen und mein Panzer wäre auseinandergefallen. Aber die T1 Heavy haben uns halt den Gefallen getan und sind quasi im Norden über die Brücke gefahren und so sind dann halt erobern gefahren.
es geht jetzt hier nur noch darum, um die Ehre quasi zu retten. Denn wir sind hoffnungslos unterlegen. Tier 3, ein Tier 4 und ein Tier 5. Wobei der Tier 5 nur noch ganze 16 HP hat. Und die T1 scheinen noch mit voller Gesundheit gesegnet zu sein. Und wir haben noch eine Tier 3, Tier 5 und Tier 4 Ari, die in ihrer Basis lauern und nur darauf warten, dass da jemand rauskommt. Und ich bin hier zu Sprenggeschossen gewechselt, weil die Artillerie ist ja doch etwas schwächer gepanzert. Und da haben wir die Birch Gun, die verschießt. Und die M41 verschießt leider nicht. Allerdings kann ich ihm noch 105 HP abziehen. Ja, 1000 Schaden gemacht. Als Auszeichnung habe ich Panzerbrecher und Richtschütze bekommen und ich glaube auch eine gute Summe an Aufklärungsschaden gemacht. Ja, war schon kein schlechtes Gefecht. Hätte natürlich besser laufen können. Aber muss man sich halt mal einfach unser Team hier angucken. Also für das Team haben wir uns schon sehr gut geschlagen. Der Gegner hatte wesentlich bessere Panzer. Und vor allen Dingen wesentlich bessere Spieler auch. Und ja, das Spiel ist jetzt hier gleich vorbei. Und da ist es für mich jetzt an der Zeit zu sagen, am Mittwoch sehen wir uns wieder. Da gibt es dann das Finale von Rome 2. Und bis dahin verbleibe ich mit besten kameradschaftlichen Grüßen. Euer Strelok. Ciao.